Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch zurück in unserer sozialistischen Inselrepublik Rügen hier im Winter, im Dezember des Jahres 1976. Ihr seht, die Bauarbeiten sind weiter gut vorangegangen. Unser Bauernhof ist fertig, das Vertriebsbüro ist fertig, hier sind die Straßen fertig und es wird jetzt mit hoher Priorität hier an unserem Silo gebaut, an dem Kornspeicher. Das heißt, dass wir uns ja so langsam aber sicher hier auch um die Einrichtung des Bauernhofs kümmern können. Hier ist alles ja bald, das können wir noch mit zuteilen, ein Feld habe ich hier noch gebaut. Ein paar Felder musste ich tatsächlich noch ein bisschen verschieben, weil die Straßenanschlüsse nicht funktionieren wollten. Ist jetzt aber kein Problem. Alles da, alles gut. Aber was ich sagen wollte, wir können uns um die Bestückung des Bauernhofes kümmern und auch hier dieses Vertriebsbüros, wobei das erst später relevant werden wird, wenn geerntet wird. Hier habe ich noch so ein kleines technische Dienstleistung für den Winter. Das muss dann irgendwie peu à peu gebaut werden. Ist jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Und dann kann tatsächlich auch hier an dieser Baustelle weiter fortgeführt werden in unserer Stadt. Und ich bin der Meinung, ich hatte hier ja ein paar Baustellen ausgesetzt. Wir testen das mal an diesem Gebäude. Ich bin der Meinung, wenn man hier dieses Zuweisewerkzeug nutzt und dann hier so rüber geht, das alles markiert, dass die dann automatisch, genau, dann sind die wieder aktiviert, die Baustellen. Das ist sehr gut. Genau. Was wir machen, bevor wir hier Traktoren und Mähdrescher und so etwas kaufen. Kurzer Blick hierauf. Hier seht ihr, das läuft mittlerweile ganz gut. Es gab hier ein kleines Ärgernis. Und zwar, wir brauchen hier ja Wasser mit einer Qualität von 85%. Dieser Brunnen hier liefert das nicht mehr. Wir hatten ja extra geguckt, das war deutlich besser. Das heißt, ich musste jetzt hier zwischenzeitlich einen neuen Brunnen bauen. Und auch hier, ich verstehe es nicht. Oh, wie nervig ist das? Das waren 91% und jetzt ist hier die Wasserqualität auch schon wieder nur bei 86%. Tja, ich weiß nicht, ob wir hier perspektivisch, und das sieht mir fast so aus, eine weitere Wasseraufbereitung bauen müssen, nur für unsere Stoffindustrie hier. Das wäre ärgerlich. Ich habe hier mal den Haken gesetzt, dass wir benachrichtigt werden, wenn hier die Produktion gestoppt wird, weil, ja, ihr wisst, das ist unsere Lebensader. Wir können auch nicht so richtig aus dem Vollen schöpfen. Die Bauarbeiten sind natürlich auch teuer. Und jetzt gerade im Winter geht natürlich auch vieles deutlich langsamer. Was ich aber machen wollte, ich wollte hier mir nochmal dieses Einfuhrbüro nehmen und die sollen jetzt die Aufgabe bekommen, hier Treibstoff zu beladen oder mit Treibstoff zu versorgen, sagen wir mal so. Diese beiden Gebäude. Und dann sollt ihr hier entladen. Treibstoff, genau, 30%, das müsste ausreichen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wir haben ja jetzt hier Felder, ich mache mal gerade die Nacht noch mal ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, also 14 Felder. Ich weiß nicht, wie schnell die Fahrzeuge sind. Aber ich würde mal so ein bisschen davon ausgehen, dass in einer Saison zwei Felder beackert werden können sollten. Müssen wir ausprobieren. Also viel mehr geht ja eh noch nicht. Gehen wir mal auf Aussaat und hier nach Stufe 24, Stufe 27. Ist mit Abstand der beste und sogar der günstigste. Ich würde sagen, wir kaufen hier erstmal 6 Stück. Und für die Ernte 30, 22, 28. Tja. Das ist der beste und preislich tut sich das alles nichts. Ja, auch 6. So, ganz schön teuer das Ganze. Und die müssen sich natürlich jetzt erstmal hierher kämpfen.
Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und in der Zwischenzeit kann dann hier auch an den Baustellen weitergebaut werden. Hier werden wir mal sagen, keine Bürger bekommen. Und hier wollen wir auch nochmal für den Fall der Fälle keine Einzüge erlauben. Nicht, dass hier jemand einzieht, frohen Mutes, und dann wir feststellen müssen, hier ist noch gar nichts. Also die können sich nicht versorgen und so weiter. Das waren alles andere Gebäude. Bist du noch ein Wohngebäude? Nee, du bist noch mal eine Uni. Das ist ein Wohngebäude. Das ist ein Wärmetauscher. Hatten wir erstmal nur diese vier? Ja. Na gut. Ja gut, und jetzt ist das Geld ja natürlich ein Thema. Allerdings werden wir auch relativ bald hier den nächsten Kredit vollständig zurückgezahlt haben. Ja, Vierteljahr noch, knappes Drittel. Schauen wir mal, wie die Armada sich hier auf den Weg macht. Achso, eine Sache auch noch: unsere kleine Muff hier, unsere Eisenbahnbaumaschine, hat hier die Gleise abgeschlossen und auch hier und baut jetzt fleißig weiter in diese Richtung. Hier geht es einfach schnurstracks geradeaus, bevor es dann hier um diese kleine Bucht einen Schlenker tut und dann hier sich auf den Weg macht in Richtung Bahnübergang Stralsund. Ja, das mit dem Geld gefällt mir jetzt ehrlicherweise nicht. Da wäre so ein gewisser Puffer doch immer schon schön. Aber gut, da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern. Ja, und das hier mit der Wasserqualität, das jetzt sind es wieder 87%. Hoffen wir mal, dass das eben gut genug bleibt. Das wäre wirklich ärgerlich. Ansonsten seht ihr auch, wir sind hier in der Nähe der 4000 Bewohner. Das ist eigentlich mittlerweile, hat sich das richtig gut entwickelt hier. Ja, jetzt hier ist gerade wieder ein schwieriger Winter, aber auch die Gesundheit ist in Ordnung. Also im Großen und Ganzen hat sich das schon verbessert. Klar, wir haben immer mal wieder hier die Probleme, das ist jetzt nichts Neues. Aber im Großen und Ganzen ist es doch deutlich besser geworden, so dass wir, glaube ich, auch nicht damit rechnen müssen, dass das hier ja nochmal so richtig dramatisch zurückgeht. Das ist, glaube ich, sehr in Ordnung. So, hier kommen die Traktoren angerollt. Toff, 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 toff. Und hier die Mähdrescher hinterher. Sehr schön. Ja, was wir dann natürlich aber auch bauen müssen, wir haben ja hier unser Einfuhrbüro Pflanzen. Haben wir doch sogar auch ein zweites, oder? Welches war das zweite? Bruchstein, Treibstoff, Nahrung. Pflanzen 2, ja genau, dieses hier. Also wir werden hier natürlich ein Lager belassen, was sozusagen ein Notfallimport von Pflanzen macht hier für unsere Kleidungsindustrie. Aber ansonsten müssen wir natürlich hier dieses große Einfuhrbüro, oha, jetzt wird hier aber auch wieder angestanden, das große Einfuhrbüro werden wir ja dann umsiedeln, weil wir dann natürlich die Pflanzen von hier mit dem LKW, das ist schon ein relativ weiter Weg, das muss man sagen. So, mal schauen, wie wir das organisieren. Müssen wir sie dann zu unserer Pflanzenindustrie bringen? Anders geht es nicht. Vielleicht können wir das auch schon. Schon nochmal mit anplanen. Hier sollen die dann beladen. Reicht da ein kleines, fünf Fahrzeuge? Ist die gute Frage, ne? Mit guten LKWs vielleicht. Dann hier mit anschließen.
Können wir es auch schon mal umbenennen. Das ist dann das Verteilbüro Pflanzen. Für unsere Stoffindustrie. Ja, hier sind überall die Baubüros dran. Jetzt im Winter ist es natürlich super schwerfällig und langwierig. Da passiert nicht viel, ehrlicherweise. Hat sich auf jeden Fall alle Felder geschnappt, das ist schon mal gut. Ja, das ist schwer in Ordnung. Dann denke ich, werden wir den fehlenden Arbeitsplatz jetzt plötzlich so viele. Ja. Können wir das ja hier einfach schon mal weiter planen? Unsere Zugstrecke. Wenn wir hier so einen kleinen Bogen machen, dann hier so rumgehen, das finde ich eigentlich ganz schick. Und dann wollen wir am Ende des Tages hier drauf rauskommen. Ja, und das ist natürlich so die Frage. In der zukünftigen Planung gucken noch mal gerade nach irgendwelchen Ressourcen, die wir uns da perspektivisch verbauen. Nö. Okay. Nö, dann. Es ist relativ simpel und wir gehen hier ziemlich gerade durch. Weiter geht's nicht, okay. Ja, erstmal bis da. Ist lang genug und weit genug. Also da soll es dann erstmal an Arbeit nicht mangeln. Was soll's? Und gerade nichts anderes zu tun. Dann können wir das doch hier auch weitermachen. Gehen wir bis hier. Hier müssen wir wieder eine Eisenbahnbrücke planen. Da hatten wir, glaube ich, diese gebaut letztes Mal, ne? Jetzt aber mal, sieht das ordentlich aus von den Höhen? Ja, ich denke schon. Dann machen wir hier schon mal den Anschluss. Ja, komm, wenn wir schon mal da sind. Oh, jetzt haben wir hier, ehrlich, jetzt haben wir hier Terrainprobleme. Ich will gar nicht wissen, wie viel Stahl das jetzt insgesamt ist. Aber das wird ja alles peu à peu gebaut. Hier gehen wir erstmal ein Stück gerade raus. Hier werden wir irgendwann nochmal ein entsprechendes Vorfeld ja auch bauen müssen. Ne, das ist da gar nicht richtig dran. Ah. Setzen wir noch ein kleines Stück zurück. Machen hier so einen leichten Bogen. Und gehen dann hier ran. Ne? Dann haben wir den Anschluss und unser kleines Baufahrzeug hat dann hier jede Menge zu tun. Wow, okay, was ein Bau. Also da können wir, glaube ich, jubeln, wenn wir da irgendwann mal fertig sind.
Aber kommt Zeit, kommt Rat und ach Gott, jetzt hängen sie hier alle hinter dem. Ach nee, das ist eine Raupe. Ich dachte, die hängen hier alle hinter einem Trecker oder einem Mähdrescher. Ist hier schon ein bisschen Treibstoff angekommen? Nee, bisher noch nicht. Müsste aber auch auf dem Weg sein. Nicht, dass die dann zum Tanken losfahren. Gut, auf jeden Fall haben unsere Baubüros jetzt erstmal jede Menge zu tun. Gott, die kommen hier alle, wollen was. Warum die nicht überholen? Da sind doch schon gar keine Arbeitskräfte mehr drin, oder? Doch. Naja. Minimal. So, wie sieht's denn aus? Hier wird natürlich auch viel Stahl benötigt. 41 Tonnen. Uiuiui. Viel ist auch schon da. Ich fürchte, wir haben gerade Stahl eingekauft. Ja. Stahlbeton, jetzt wird das hier alles angeliefert. So, wo sind sie denn? Ah, hier ist der erste Traktor. Ne, hier ist der erste. Sehr schön. Kämpfen sich hier durch das ganze Gebiet. Und hier den Bagger hinterher. Naja. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Zum einen hier zu sagen, dass diese nur mit LKW transportiert werden sollen, ist auch eben so eine Sache. Da haben wir halt festgestellt, dass ganz oft auch dann eben Materialien auf den Baustellen fehlen, weil dann eben die LKWs hier die Baumaschinen durch die Gegend transportieren und nicht das Material liefern. Das ist dann auch nicht gut. Schau mal auf den Kies. Ja, Kies ist ein Problem. Wird da gerade was rausgezogen? Nee. Und noch Leute sind da. Ja, Kies wird einfach unglaublich viel benötigt. Na gut. So, kurzer Blick. Hier sind sie nicht ganz so zufrieden. Ja, ist immer noch das Problem, dass die alle immer in dieses Geschäft laufen wollen. 21 Leute warten hier jetzt vor dem Laden. Ach, das ist nicht gut. Ich glaube, für manche ist das halt auch da hinten nicht erreichbar. Ja, das ist deren einzige Chance, Kleidung zu. Also, naja, wir hätten die Chance hier. Oh. Leute, da sind Käufer, das gibt's ja gar nicht. Mensch. Da sind wieder Leute hingegangen. Vielleicht sollten wir das mal schließen hier. Dass die Leute dann doch eher hier hingehen oder vielleicht noch mal ein anderes kleines Geschäft bauen, hier auf dieser Seite, weil das eigentlich für alle erreichbar ist, ne? Ja, absolut. Aber dass hier immer Leute vor dem Geschäft warten, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Das nehmen wir weg. Einmal mit Rambazamba. Da waren jetzt ein paar Sachen drin, ja, die hätten wir da rausholen können, aber das war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu kleinteilig. Dann können wir die Straße zurückbauen und dann können wir hier auch noch ein bisschen was an den Gehwegen optimieren. Bauen wir da so noch den Gehweg. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Eigentlich müssten dann ja einfach wieder mehr Leute hier hingehen. Hier ist ja alles da. Es sind nicht wirklich viele, aber okay. Okay, und hier, wir haben 31. Dezember. Das ist natürlich jetzt optimal. Wir schauen gleich mal auf eine Jahresbilanz. Warten wir den Dezember nochmal ab. Klar, der Dezember ist jetzt ganz schlecht, aber wenn wir mal diese 91.000 da wegnehmen, dann haben wir eigentlich auch ein ganz gutes Plus gemacht. Und
Ja, noch 3 Monate, dann ist dieser Kredit zurückgezahlt und dann dürfte das auch hier nochmal deutlich besser werden, sodass für uns selbst quasi am Monatsende genug übrig bleibt. So, jetzt haben wir hier gleich Ende Dezember, 31. Dezember 76. Wir schauen mal auf dieses Jahr und sehen, wir haben 1,6 Millionen exportiert. 1,2 Millionen Rubel importiert. Okay, dann kommen halt ja relativ viele Fahrzeuge dazu, die wir gekauft haben. Dann haben wir noch ein paar Dollar ausgegeben, 15.000 für Arbeitskräfte. Das ist jetzt eher nicht relevant. Und dann hier haben wir noch Schulden und 15.000 bezahlt an Zins und die Gesamtsumme von minus 54.000, wenn ich das richtig sehe. Ja, klar ist ein Minus, aber für das, was wir erreicht haben, denke ich, ist das sehr, sehr in Ordnung. Wir schauen mal genauer drauf. Genau, Kleidung haben wir für 1 Million Rubel exportiert. Strom in Größenordnung. Öl auch für 132.000 Rubel immerhin. Also das ist durchaus schon. Stoff haben wir auch etwas exportiert. Und auch Bretter. Ja, ist natürlich eigentlich nicht so viel wert. Aber 31.000 Rubel in Summe. Gut, für ein ganzes Jahr, okay. Irgendwann werden wir das sicherlich auch einstellen können. Aber erstmal denke ich, ist das durchaus noch ein wichtiges Einkommen. Und jetzt schauen wir mal auf den Import. Ich denke, das dürfte nicht verwundern. Ja, Stahl und Chemikalien. Und tatsächlich Essen aber an nächster Stelle. Und das sind ja die Dinge, die wir angehen. Essen, Treibstoff und ich hatte ja schon des Öfteren mal so ein bisschen mit einem eigenen kleinen Chemiewerk geliebäugelt, auch wenn das noch so ein bisschen in der Zukunft ist. Aber schaut mal, was uns das bringen würde. Das wäre unglaublich. Also mal so eine Roadmap aufgezeigt. Das wird alles noch dauern, weil wir vieles zu bauen haben. Aber wenn diese Stadt hier gebaut ist, dann würde ich mich als nächstes hier diesem Thema Treibstoff zuwenden. Und ich habe auch die grundsätzliche Idee, dafür müssen wir natürlich erstmal den Anschluss geschafft haben, damit wir Züge kaufen können. Aber ich habe so die grundsätzliche Idee, eine Verbindung, eine Eisenbahnverbindung herzustellen hier zwischen dieser Stadt und hier diesem Werk und würde dann auch hier neben der Raffinerie hier gerne dann ja ein, zwei Chemiewerke aufbauen. Oh, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal wieder gucken. Jetzt wäre ein Export zwischenzeitlich mal ganz gut. Ja, um von hier aus uns dann eben mit Chemie zu versorgen und das im Zweifel ja dann auch in kleineren Mengen vielleicht exportieren zu können. So, wir schauen mal, sind die. Ja, die haben jetzt alle kein Benzin, aber eigentlich müssten hier doch auch. Da habe ich mich mal wieder verklickt. Entladen Treibstoff. 30%. Ja, die müssten ja eigentlich unterwegs sein. Die suchen Sie mal eben. Die Zisternen oder die Öltanks besser gesagt. Hier werden Bagger gebracht. Jetzt hatten wir gerade wieder einen Export, sehr schön. Vielleicht hängen die auch irgendwo hinter. Hinter irgendeinem Bagger. Oder stehen die da noch? Das wäre doof jetzt, warum? Nö. Okay, du bist der, der da steht. Und du? Du bist auf dem Weg zum Baubüro. Ach, das war ja auch das andere. Das war das hier, ne?
Dem hat mir das gesagt, oder? Ja, und warum steht er da? Entladen 30%. Warum hat er keinen Auftrag? Du hast die Aufgabe, Treibstoff zu laden, es am Pumphafen zu entladen, im Eisenbahnbauamt zu entladen, was ja funktioniert, in der Feuerwehrstation auf den Ölfeldern. Warum macht er das nicht? Die laden Treibstoff. Haben die kein. Doch, die haben doch eine. Die haben doch Stromversorgung, oder? Ich glaube, sonst wären die gar nicht. Gebäude ist ohne Strom. Daran liegt es. Stehen die denn da jetzt schon? Oder sind die jetzt wieder irgendwo hingefahren? Nee, die stehen da noch. Okay. Ah, dann liegt es daran wieder. An der doofen Stromversorgung. Okay, dann muss die hier mit hoher Priorität gebaut werden. Diese Straße, diese und dieses Stück. Okay, also Stromversorgungssystem, deswegen ist er nicht losgefahren. Das lässt sich ja lösen. Hier wird weitergebaut, sehr schön. Schau noch mal gerade auf den Untergrund. Können wir hier noch irgendwie was zuweisen? Ne, sieht nicht so aus. Eisenbahnbaufahrzeug ist wo unterwegs? Es war natürlich mittlerweile auch hier. Es fährt gerade zurück. Durchaus Strecke zurückzulegen, so ist es ja nicht. Oh, gleich haben wir die 4000 Personenmarke gerissen. Wir sind wirklich gut, Leute. Eieiei, hier auch. Deutlich mehr als abtransportiert werden können. Naja. Und hier sind auch wieder Leute. Sehr gut. Konnten an keiner Sportart teilnehmen. Ja, hier ist ganz gut besucht tatsächlich. Keine Kultur. Ja, wir haben nur dieses eine Kino, ne? Das kann, wenn dann, naja, mehr auf einmal Lust haben, plötzlich ins Kino zu gehen, dann kann das natürlich schon mal schwierig werden. Das könnten wir ja mal gucken, ob wir. Ein Schild? Können sich für hier vor so ein. Was ist das denn? Das ist aus wie so ein Pavillon. Hier ist es vielleicht noch mal nicht schlecht hier, auch in dieser Ecke. So gegenüber vom Geschäft vielleicht. Das ist das Vanilla-Kino, das ist auch zu groß. Können wir das noch hier rein? Nee, ne? Das andere ist ja viel zu groß. Das ist zu groß.
Nun gut. Okay, dann sind wir mittlerweile im Jahr 1977. Die Bauarbeiten können weitergehen und wenn wir dann da hinten eine Stromversorgung haben, es wäre wichtig, dass wir die haben, bis das Frühjahr kommt, damit die Fahrzeuge hier dann auch versorgt werden können. Aber wir haben das entsprechend priorisiert und damit sollte das jetzt auch schneller gehen. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.